Keine zwei Familien sind gleich. Und doch gibt es Familien, die sich nur wenig von anderen unterscheiden. Von einer Familie, die bewusst in Isolation lebt, zu einer Familie, die sehr bizarr aussieht. Um zu wissen, was wir meinen, musst du dir das Video bis zum Ende ansehen. Bitte gib dem Video ein schnelles Like, abonniere uns und aktiviere die Benachrichtigungen, um nie wieder etwas zu verpassen. Die Familie von John Joe Gray. Es ist ziemlich einzigartig, in Isolation zu leben. Die Familie von John Joe Gray brachte sich selbst in die Isolation. Nicht, weil sie es wollten, sondern weil das Familienoberhaupt John Joe ein Krimineller ist. Der Mann aus Texas befindet sich seit über 15 Jahren in einem Rechtsstreit mit der Regierung, weil er über 32.000 Euro an Steuergeldern schuldig ist. Er weigert sich jedoch, sie zu bezahlen und setzt keinen Fuß außerhalb seines eigenen Grundstücks von fast 20 Morgen. Ihm wird auch vorgeworfen, bei einer Verkehrskontrolle einen texanischen Polizeibeamten gebissen zu haben. Er ist vor seiner Verhaftung für dieses Verbrechen geflohen und noch nicht verurteilt worden. Seit 2000 lebt die Familie Gray auf ihrem Land unter altmodischen Bedingungen, ohne Wasser und Strom. John Joe wurde mehrmals von den Behörden aufgefordert, sich zu ergeben. Aber er bleibt stur und wartet mit seinen Waffen. Zwillingswiedervereinigung. Wenn man die groben Umrisse des Lebens von James Jim Lewis und James Jim Springer liest, möchte man fast glauben, dieselbe Geschichte zweimal zu lesen. So seltsam es klingen mag, ihre Leben sind fast identisch. Beide Männer hatten einen Hund namens Toy. Als Schuljunge liebten sie Mathematik und Holzarbeiten, aber nicht die Rechtschreibung. Und beide waren mit einer Frau namens Linda verheiratet, von der sie später geschieden wurden und dann eine andere Frau namens Betty heirateten. Beide Jims hatten einen Sohn, den sie James Allen nannten. Noch seltsamer ist die Tatsache, dass diese beiden Männer beide 1940 geboren wurden und 3 Wochen nach ihrer Geburt zur Adoption freigegeben wurden. Es war Zufall oder ihr Schicksal, dass die Männer 1979 aufeinandertreffen mussten. Davor hatten sie sich noch nie gesehen oder miteinander gesprochen. Als sie sich schließlich trafen, stellten sie fest, dass sich nicht nur ihre Leben ähnelten, sondern dass sie verlorene Zwillingsbrüder waren. Aber es ist immer noch rätselhaft, warum die Brüder so viele Gemeinsamkeiten in ihrem Leben hatten. Werwolfmutter. Ein Kind zur Adoption freizugeben, muss für Eltern sehr hart sein, insbesondere für die Mutter. Vivian Wheeler musste ein solches Ereignis durchmachen, als sie von ihrem Sohn getrennt wurde. Der Vater wollte nicht, dass sein Sohn bei Vivian aufwächst, weil sie in einer besonderen Situation war. Was kann so schlimm sein, dass ein Vater seiner Mutter ein Kind wegnimmt? Für Richard Lorings Vater war es Vivians extreme Form der Hypertrichose. Sie wurde als Intersexuelle geboren, was bedeutet, dass sie sowohl männliche als auch weibliche Genitalien hatte. Kurz nach ihrer Geburt wurden ihr jedoch die männlichen Genitalien entfernt, sodass sie als Frau durchs Leben ging. Aber ihr Körper produzierte immer noch eine Menge Testosteron, wodurch Vivian unter dem Werwolf-Syndrom litt. Das bedeutet übermäßige Behaarung. Sie trägt einen Bart. Trotz vieler Versuche, die Haare abzuschneiden, wachsen sie immer wieder nach. Richard wollte wissen, wer seine Mutter war, als er erwachsen wurde. Und nach Nachforschungen fand er Vivian seine Werwolfmutter. Löwenfamilie. Manchmal wird man von etwas so inspiriert, dass es nicht nur zu einer Leidenschaft, sondern zum ganzen Lebensinhalt wird. Tippi Hedren und Noel Marshall waren beeindruckt von ihrer Begegnung mit einigen Löwen während einer Reise nach Afrika im Jahr 1969 und wollten einen Film über die Tiere drehen. Ihre Leidenschaft ging jedoch darüber hinaus. Das Paar wollte persönlich mit den Löwen arbeiten. Auf Anraten eines Tiertrainers begannen die beiden dann mit Neil, dem Löwen, auf ihrem Anwesen in Kalifornien zu leben. Während des Films wurde ihre Tochter, keine geringere als Melanie Griffith, von einer der Löwinnen angegriffen. Sie wurde mit 50 Stichen im Gesicht genäht. Auch andere Mitglieder des Filmproduktionsteams wurden während der Dreharbeiten verletzt. Das Filmprojekt dauerte mehr als ein Jahrzehnt und kostete schließlich viel mehr, als es je einbringen konnte. Nach der Veröffentlichung des Films trennte sich das Paar. Hedren verwandelte die Farm in ein Tierreservat, das sie Shambhala nannte, und versucht, die Öffentlichkeit über die Gefahren des privaten Besitzes exotischer Haustiere aufzuklären. Würdest du es wagen, mit einem Löwen zu leben? Oder hättest du lieber eine Boa Constrictor? Familie Chana. Eine gute Familie ist alles andere als einfach. Wie die nun folgende das alles schafft, ist uns ein großes Rätsel. Lerne Familie Chana kennen. An der Spitze Siona Chana, der nicht eine oder zwei Frauen hat, sondern 39.
Zusammen haben sie 94 Kinder, 14 Schwiegertöchter und 33 Enkelkinder. Insgesamt besteht die Familie aus 181 Personen. Zusammen leben sie in einem Haus mit 4 Stockwerken und 100 Zimmern, fast wie in einem Hotel. Das Haus befindet sich in den Hügeln des Dorfes Baktwang im indischen Bundesstaat Mizoram. Shana sagt, er fühle sich wie ein besonderes Kind Gottes, weil er das Privileg habe, sich um so viele Menschen kümmern zu können. So überwältigend es auch klingt, aber alle Mitglieder der Familie arbeiten zusammen, wie eine gut geölte Maschine, um die täglichen Dinge zu erledigen. Wie du dir denken kannst, gehört Shana einer Sekte an, die es ihm erlaubt, eine unendliche Anzahl von Frauen zu heiraten. Der über 70-Jährige sagt, dass er noch nicht fertig sei mit Heiraten. Wie viele Frauen wird Shana deiner Meinung nach noch ehelichen? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Zwergenfamilie. Es ist nicht leicht, einzigartig zu sein. Vor allem, wenn fast die ganze Familie anders ist. Familie Chauhan aus Hyderabad, Indien, ist eine etwas andere Familie. 9 von 11 Familienmitgliedern leiden an einer genetischen Störung namens Achondroplasie. Diese Anomalie verursacht Zwergwuchs. Zusammen sind sie die größte Zwergenfamilie der Stadt und werden oft ausgelacht, wenn sie gemeinsam auf die Straße gehen. Ram Rai, das Oberhaupt der Familie, erzählt, dass niemand ihm wegen seines Aussehens Arbeit geben will. Auch für andere Familienmitglieder ist es schwierig, einen Job zu finden. Um über die Runden zu kommen, arbeitet Ram Rai als Heiratsbegrüßer. Dann steht er hübsch gekleidet am Eingang der Party und begrüßt die Gäste. Und sonst hilft er im Supermarkt seiner Familie aus. Familie Dugar. Niemand wird Siona Chana in absehbarer Zeit überholen, aber wir waren dennoch der Meinung, dass diese Familie einen Platz in den Top 10 verdient hat. Die Dugars sind auch eine große Familie. Jim Bob hat aber im Gegensatz zu Familie Chana nur eine Frau, Michelle. Zusammen haben sie aber 19 Kinder, 9 Mädchen und 10 Jungen, deren Namen alle mit einem J beginnen. Jim Bob und Michelle haben sich aus religiösen Gründen bewusst dafür entschieden, so viele Kinder zu kriegen. Dennoch ist eine so große Familie in Amerika recht ungewöhnlich und bekam sogar eine Fernsehsendung. Während der Show, die 7 Jahre dauerte, wurden 2 Kinder und 4 Enkelkinder geboren und 3 der Kinder heirateten. Familie Russell. Haare, Haare und nochmals Haare. Die Familie Russell kann alles darüber erzählen. Terelyn Svetlicic Russell und ihre 3 Töchter sind Haarfanatiker. Von klein auf hatte Terelyn immer lange Locken. Heute trägt sie ihre Haare lang, weil ihr Mann Chip das einfach liebt. Ihre 3 Töchter, Callan, Sandalyn und Chesney, teilen die Liebe ihrer Mutter. Zusammen haben ihre Haare eine Gesamtlänge von fast 400 Metern. Du kannst dir vorstellen, dass es eine große Aufgabe ist, die zu waschen und zu kämmen. Kannst du erraten, wie viel Shampoo und Spülung sie brauchen? Sag es uns in den Kommentaren. Mit der Frisur von Rapunzel braucht die Familie nicht nur viele Stunden Haarpflege, sondern sie nehmen auch an vielen Haarwettbewerben teil, bei denen sie natürlich schon einige Male den Hauptpreis gewonnen haben. Auch unser Kanal wird weiter wachsen, wenn du schnell auf die entsprechenden Tasten drückst. Liken, abonnieren und benachrichtigen. Vielen Dank. Ohne Arme geboren. Du kannst dich den Herausforderungen des Lebens stellen oder dich von Problemen erdrücken lassen. Wenn du deine Probleme nicht nur überwinden, sondern auch wirklich leben willst, dann kannst du dir an diesem Duo ein gutes Beispiel nehmen. Linda und Tim Bannon sind unsere Helden. Mutter und Sohn wurden mit einer seltenen Krankheit namens Holt-Oram-Syndrom geboren. Das bedeutet, dass sie ohne Arme und mit einer Anomalie im Herzen geboren wurden. Trotz dieser körperlichen Behinderungen führen die beide ein normales und glückliches Leben. Sie leben in einem Haus ohne Anpassungen und alles, was andere Menschen mit ihren Händen tun würden, tun Linda und Timmy mit ihren Füßen. Timmy ist sogar ein Star im Schwimmen und Taekwondo, während seine Mutter neben ihrem Job als Kindergärtnerin eine Ausbildung zur Motivationsrednerin absolviert. Die beiden sind außerordentlich inspirierend. Und nun die bizarr aussehende Familie an der Spitze. Die Saring-Familie. Pam und Dave Saring, ein Ehepaar aus Missouri, engagierten eine professionelle Fotografin, um Bilder von ihrer Familie zu machen. Es war ein wunderschöner Tag für ein Fotoshooting. Was sie nicht erwartet hatten, war das bizarre Endergebnis. Als sie die Fotos von der Fotografin bekamen, erkannten sie sich nicht wieder. Die Fotos zeigten eine völlig andere Familie, eine sehr bizarr aussehende. Die Fotografin hatte die Fotos stark nachbearbeitet. Sie sagte, die Schatten an dem ansonsten
sonnigen Tag sei der Grund für die schlechte Qualität. Sie gab auch ihrem Lehrer die Schuld, der ihr nie beigebracht hatte, Fotos gut zu bearbeiten. Glücklicherweise konnten die Sarings über ihre bizarr aussehenden Familienfotos lachen, die zweifellos die denkwürdigsten in ihrem Fotoalbum sind. Welche Familie fandest du am ungewöhnlichsten? Sag es uns in den Kommentaren. Um sicherzustellen, dass du keines unserer lustigen Videos verpasst, abonniere uns doch sofort, aktiviere die Benachrichtigungen und gib uns bitte einen Daumen nach oben. Auf diese Weise können wir immer wieder neue Videos erstellen.